schönen guten Tag. Das erste Mal hier in der Ästhetikwelt, ja? Ja, das erste Mal. Was gibt's denn für Sorgen? Ich sehe gar nicht so wirklich. Große Not ist nicht, ne? Na, nicht große Not, aber man könnte, also ich möchte gerne vorbeugen. Mhm. Ich habe schon öfter so den Eindruck, dass ich so ein bisschen müde wirke, schneller erschöpft im Hautbild. Und ich finde hier so in dem Bereich, ist mir das so konturenlos. Das ist eine relativ natürliche Variante. Wir würden in dem Faden, also wir würden eine Nadel von der Seite bis nach vorne führen. In der Nadel drin ist ein Faden. Hier sehen Sie verschiedene Formen, die es da gibt. Und diese Fäden haben Widerhaken, Kegel oder irgendwie sind die aufgeraut, sodass sich der Faden unter der Haut so ein bisschen verhaken kann. Und man kann dann an dem Faden ziehen und zur Seite ziehen. Dann kann man das bestimmen. Genau, das kann man dann auch ein bisschen bestimmen, wie doll es sein soll. Man kann ein bisschen ziehen, man kann stärker ziehen. Ich würde Ihnen vorschlagen, hier unten, hier haben Sie ja so ein bisschen, das sogenannte Champagnerbäckchen, dass wir hier einen Faden lang ziehen. Hier könnte man auch ein bisschen. Ich würde die mal so ein bisschen anmalen. Also ich würde zum Beispiel einen Faden hier lang platzieren. So. Dann einen für die Mitte so ein bisschen und einen hier. Es gibt noch die Variante, dass man den Faden noch nach oben zieht. Mhm. Ist bei Ihnen aber gar nicht notwendig. Ne? Mhm. Also hier drei Fäden an der Seite und dann wollen wir dieses untere Gesicht zur Seite ziehen. Wollen wir machen? Ja. Schreiten wir zur Tat? Ja. Na dann mal los. An dem sogenannten Champagnerbäckchen. Ne? Mhm. So, die Nadel ziehe ich raus und der Faden bleibt alleinig zurück. Perfekt. War kein Problem. Ne? Das ist jetzt so ein bestes Gefühl, ne? Ja, wir haben jetzt so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Fremdkörper, genau. Die Einstichstelle tut manchmal ein bisschen weh, darum haben wir die betäubt. Ziehen, haben wir hier eine Seite falten, die verstreichen dann aber, sodass sie dann von alleine wieder weggehen. Mhm. Wenn Sie jetzt in den nächsten Tagen ganz doll den Mund aufsperren und einen Apfel reinbeißen und sonst was, und das jetzt hier an der Seite so komisch knacken sollte, dann ist der Faden ganz sicher nicht gerissen, sondern dann hat sich der noch ein bisschen eingerastet. Mhm. Ja? Ganz entspannt bleiben, ja? Da passiert nicht viel mehr. Woche 4 sind wir jetzt raus. Eigentlich alle geschafft. Also ich bin zufrieden. Hier unten, die sogenannte Champagnerbäckchen ist weg. Durch unsere drei Fäden, die wir zur Seite gezogen haben, gänzlich weg. Wunderbar. Hier haben wir auch Essen. Ich denke, wir sind sehr schön im Ergebnis. Fühlt sich auch gut an. Jeden Tag tatsächlich auch nicht. Keine Dorf weg, keine Schmerzen. Champagnerbäckchen weg. Wunderbar. Sehr schön. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.